Aber auf einen Stuhl stellen, da ist drin. Besonderen Tag haben sich eben auch die Mühlenräder gedreht. Wir sind überwältigt und voller Freude und dankbar den Mitgliedern des Fördervereins der Peldemühle. Und welcher Willkommensgruß könnte schöner sein als zum Einzug ein Brot? Und dieses von den Müllern der Peldemühle, Herr Nick und Herr Kautz, gebacken, geschenkt zu bekommen. Brot ist das Symbol für den Wunsch auf Wohlbefinden und ein dauerhaftes Miteinander. Und das wünschen wir uns natürlich auf jeden Fall. Wir UKKler sind begeistert und berührt von diesem Willkommenszeichen, das uns die Mühlenstiftung und der Mühlenverein geschenkt hat. Herzlichen Dank dafür. Sage ich Ihnen natürlich alle, ich freue mich sehr, verehrte Damen und Herren, und alle Freundinnen und Freunde der Kunst in unserem schönen Zuhause, der Peldemühle, zur Eröffnung. Sie alle hier. Dann auch noch zum 40-jährigen Jubiläum des Ostfriesischen Kunstkreises begrüßen zu dürfen. Eine große Überraschung ist uns heute Morgen noch bereitet worden, und zwar die Oldenburger Künstlergruppe mit ihrem Vorsitzenden Herrn Walter Holtschmidt, die mit 16 Personen angereist ist. Der Besucherandrang zur heutigen Eröffnung ist geradezu überwältigend, wie ich finde. Und das freut mich sehr für die Mitglieder des OKK, dem ich an dieser Stelle ganz herzlich zu seinem 40. Geburtstag gratulieren möchte. Und eigentlich müssten wir jetzt alle Happy Birthday singen, aber vielleicht spielt ja unsere Band nachher das noch an. Ich, meine Damen und Herren, spreche heute hier quasi als Hausherrin. Die Johann und Helene Ihn Stiftung ist Eigentümerin dieses Grundstücks und der Peldemühle, und ich spreche stellvertretend auch für den Mühlenverein, den Sie ja schon so freundlich erwähnt haben. Und auch ich muss sagen, das Miteinander zwischen Mühlenverein und OKK hat sich blendend entwickelt, und die Stiftung tut alles dafür, dass das auch so weitergeht. Mit dieser Symbiose von Stiftung, Mühlenverein und Kunstpreis haben wir, so steht es auch in der Einladung, ein kleines Kultur- und Kunstzentrum geschaffen, und darauf sind wir sind alle stolz darauf, denn wir zu dritt, sage ich mal, haben das geschaffen, und Kultur ist heute ja immer ein weitaus wichtigerer Wirtschafts- und Standortfaktor, als die meisten meinen. Wer es nicht glaubt, die Wertschöpfung im Kunst- und Kulturbereich in Deutschland ist so groß wie der Energiebranche, sagen die Statistiker. Ich hoffe, Sie haben recht. Die Künstler des OKK haben wirklich kräftig gearbeitet in ihren Ateliers, wie Sie heute hier bestaunen können.
Und wir sehen heute eine Ausstellung, die die Vielfalt der Kunst in der ganzen Region auch widerspiegelt. Und meine Damen und Herren, ich kann Sie nur alle auffordern, so wie ich das gestern schon durfte, heute ein bisschen auf Entdeckungsreise zu gehen, übrigens gern auch in der Mühle. Unsere freiwilligen Müller sind alle da und führen Sie auch gerne durch die Mühle. Aber heute steht natürlich der Kunstkreis im Mittelpunkt und lassen Sie sich einfach begeistern von den Spuren, von der Kunst der Mitglieder des Kunstkreises und setzen Sie Ihre Spurensuche vielleicht gerne auch in dem 276 Jahre alten Denkmal fort. Es lohnt sich. Auch für die, die nichts von Mühlentechnik verstehen übrigens, so wie ich ganz wenig davon verstehe. Den Künstlern wünsche ich, dass die Besucher heute nicht nur begeisterte Betrachter, sondern auch begeisterte Käufer sein werden. Denn die Kunstwerke stehen, glaube ich, alle auch zum Verkauf. Meine Damen und Herren, die Tuaregs sagen, Spuren im Sand verwehen, Spuren im Herzen bleiben. Und dem OKK wünsche ich, dass er Spuren in unseren Herzen hinterlassen wird und bestimmt auch tun wird. Bei mir ist das schon passiert. Nochmals herzlichen Glückwunsch zum Jubiläum. Herzlichen Glückwunsch zu dem neuen Standort und uns allen wünsche ich eine wundervolle gemeinsame Zukunft. Danke. Ich glaube, das kann man auch nicht hoch genug schätzen, was der ostfriesische Kunstkreis schon seit 40 Jahren auf die Beine stellt für unseren Landkreis. Daher überbringe ich Ihnen heute die herzlichsten Glückwünsche und Dankesworte seitens der Kreisverwaltung und des Kreistages. Aber, meine Damen und Herren, Kunst ist ja auch immer so ein Stück weit Privatsache. Jeder empfindet da anders und das ist auch gut so. Da kann man niemandem etwas vorschreiben. Ich finde, das ist das Schöne daran. Kunst ist sozusagen grenzenlos. Aber um noch einmal auf den heutigen Anlass zurückzukommen. Dass man jetzt zu dem mit der schönen Wittmunder Peldemühle ein neues Domizil gefunden hat, ich hoffe jetzt auch dauerhaft, freut mich wirklich sehr. Und das eröffnet natürlich auch die Gelegenheit, vielleicht noch stärker Touristen und Besucher und Einheimische anzusprechen als bisher. Und ich glaube, das war auch so ein bisschen das Kalkül, Menschen, die sich für die Mühle interessieren, auch hierher zu locken mit ihrem breiten Angebot. Ich glaube, das war eine kluge Entscheidung. Für mich hat Kunst auch immer etwas Besonderes, etwas Anregendes, mit dem man sich beschäftigen kann. Das ist die eine Seite. Die andere Seite ist es, einen Kulturbetrieb zu gestalten und am Leben zu erhalten, Verbindungen und Netzwerke zu schaffen, um sich in der Kunstszene einen Namen zu machen und begehrter Ausstellungsort zu sein. Und wenn ich höre, dass 16 Gäste aus Oldenburg heute da sind, freut es mich als Landrat des Landkreises besonders. Ihnen auch herzlich willkommen. Ich bin gespannt, welchen neuen Namen Sie sich für diesen Ort aussuchen werden. Ich fand immer den Namen Palette unwahrscheinlich schön. Da konnte man viel mit verbinden. Aber das überlasse ich Ihnen und glaube auch, dass Sie da gute Entscheidungen treffen. Und ich habe auch den Eindruck, meine Damen und Herren, korrigieren Sie mich gerne, aber dass der ostfriesische Kunstkreis in den letzten Jahren unwahrscheinlich an Fahrt noch zugenommen hat. Also wenn ich auf das Jahresprogramm schaue, so wird deutlich, welche Arbeit hier geleistet wird, um so ein umfang- und facettenreiches Ausstellungsprogramm für die Öffentlichkeit auf die Beine zu stellen. Ich werde auf jeden Fall mit meiner Frau und mit meinen Kindern, mit unseren Kindern, auch die ein oder andere Ausstellung hier noch besuchen. Ich wünsche uns allen jetzt einen schönen künstlerischen Nachmittag bei bestem Wetter. Danke für die Einladung und wünsche Ihnen in Ihrem neuen Zuhause alles Gute, viele Besucher und Happy Birthday zum Jubiläum. Die heutige Ausstellung heißt Spuren und die Spuren des ostfriesischen Kunstkreises in den letzten 40 Jahren sind in der Stadt, für die ich heute spreche, nicht zu übersehen. Denn in fast allen öffentlichen Gebäuden der Stadt hat in Zusammenarbeit mit dem ostfriesischen Kunstkreis die Kunst Einzug gehalten. Wer hätte vor Jahren gedacht, dass sogar in den Fluren des Finanzamtes
von der manchmal etwas unangenehmen Steuererklärung ablenken. Vom Amtsgericht ganz zu schweigen. Aber auch im Rathaus, in der Sparkasse, in vielen Geschäften, sogar in meiner kleinen Galerie, hat die Kunst Einzug gehalten. Vor allem natürlich in den letzten Jahren in der Palette in der Bremer Straße. Eigentlich vergeht in Wittmund kaum ein Monat, in dem nicht eine Vernissage stattfindet. Und das ist ja auch erst nicht seit gestern so. Schon immer hat der Ostfriesische Kunstkreis maßgeblich dazu beigetragen, den Wittmundern Kunst näher zu bringen. Und es wurde mir auch berichtet, wie viele Freiwillige in unzähligen Arbeitsstunden damit verbracht haben, diese Räumlichkeiten in dieser historischen Mühle so herzurichten, um ein Kunst- und Kulturzentrum, welches den Namen zurechtträgt, zu schaffen. Wir Wittmunder und besonders die Stadt Wittmund ist stolz darauf, dieses Zentrum in unserer Kreisstadt zu haben und bedanken uns bei allen Förderern, bei den Ideengebern, Geldgebern, aber besonders bei den Mitgliedern des Ostfriesischen Kunstkreises. Dir, lieber Helga, natürlich meinen besonderen Dank. Einer muss den Hut aufhaben, sonst läuft der Laden nicht. Das wissen wir alle. Ich weiß aber auch, dass du dich auf viele fleißige Hände verlassen kannst, die dies heute möglich gemacht haben. Ein volles Jahr liegt vor euch. Das Jahresprogramm haben Sie sicher alle gelesen. Es ist bis zum Ende des Jahres eigentlich ausgebucht. Die Stadt Wittmund wünscht viel Erfolg, viele Besucher. Und wer noch nicht Fördermitglied ist, kann dies heute sicher noch werden. Ich bin da schon. Und noch ein neues Hinweisschild. Zum Kunst- und Kulturzentrum, da kümmere ich mich persönlich bei der Stadt rum. Oh, schön. Danke. Ich möchte natürlich ganz herzlich im Namen der Sparkasse Lehr Wittmund, dem Ostfriesischen Kunstkreis, einmal zum 40-jährigen Jubiläum gratulieren und natürlich auch zu den neuen Räumlichkeiten hier in der Peldemühle. Vor Ihnen, Sie wissen auch, die ist uns lieb und teuer. Wir unterstützen das immer gerne. Aber den Ostfriesischen Kunstkreis begleiten wir seit 40 Jahren. Ja, genau. Wir beide waren damals noch nicht da, wir waren nämlich in einer anderen Ecke, da haben wir uns schon künstlerisch kennengelernt. Genau. Frau Siedmann als Kunstschaffende, ich als Unterstützer einer Sparkasse und haben uns dann hier wieder getroffen. Also können wir die Geschichte mal irgendwann mal abends erzählen. Ich wünsche im Namen der Sparkasse Ihnen allen viel Spaß an diesem neuen Domizil, viel Erfolg, viele neue Ideen. Sie können weiterhin auf uns zählen, das ist nämlich das, worüber ich reden kann, dass wir das eben finanziell gerne unterstützt haben und auch wenn die Zinsen im Moment niedrig sind und das Verdienen auch für Banken schwieriger geworden ist, wir werden das auch weiterhin gerne unterstützen, Frau Liebmann, und wünschen Ihnen ganz viele tolle Ideen, tolle Ausstellungen in diesen Räumlichkeiten, sodass wir noch uns ganz häufig hier treffen können und eröffnen können, Vernissagen oder Finissagen dann machen. Wunderbar. Viel, viel Erfolg, viel, viel Glück. Und Entgegenkommen geprägt. Ich darf sagen, die Chemie zwischen den beiden Vereinen stimmt. Die Bereitschaft, uns Platz einzuräumen, war sehr beeindruckend. Wir freuen uns auf die kommende Zeit mit euch und sagen Dankeschön. Und das bitte noch einmal mit donnerndem Applaus, vor allen Dingen von den OKKlern.
trotzdem gesagt, hier dein letzter Agenda. Ach so, passt dazu oder passt nicht? Ja, so. Ja. Ich dachte, Hauptsache, wir Beitrag bezahlen. Ja, das kann man auch.